Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 3. Jo, ich glaube, ich habe mich mal ein wenig umgeschaut. Ich würde gerne mal ein bisschen andere Blöcke hier mit einbringen. Und zwar möchte ich gerne von Botania Blöcke einbringen. Und zwar möchte ich ein bisschen bauen mit Living Wood und Living Rock. Und um das herzustellen, brauchen wir natürlich ein wenig und ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Ich habe mit Botania null Erfahrung, nur das, was man mal so ein bisschen im was ich irgendwo anders mal gesehen habe. Und ich fange jetzt auch nicht großartig an, mir hier mit dem Lexikon und bla bla bla. Ich mache das soweit ich, wie ich es weiß. Und ja, wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann gucken wir. Ich hätte jetzt gerne als erstes mal. Es gibt so ein Zeug. Genau, dies hier. Da würde ich gerne mal ein bisschen was von bauen. Und zwar, das hat den großen Vorteil, das spawnt mir nur Botania-Blumen. Und ich möchte gerne vorrangig... Oh, haben die eine scheiß Hitbox? Vorrangig möchte ich die weißen haben, weil ich mir eine Pure Daisy machen möchte. Und dafür brauche ich die weißen Blumen. Wie viel von den weißen habe ich? 5. Das sind 10 Petals. Ich glaube, das soll mir erstmal reichen. Gut, dann geht's weiter. Oh, wir müssen echt mal zusehen, dass wir Lagerplatz schaffen. Das kann alles mal weg hier. Dann brauchen wir Ed Botania. Ich muss mal mein Mikrofon ein bisschen runterziehen. Hm, wo ist denn dieses Teil? Ach da. Ich habe keine Cobblestone Half Slabs. Okay. Ich habe überhaupt noch kaum Cobblestone. Okay, müssen wir schon mal wieder was machen. Beziehungsweise brauchen wir uns ja nur aus dem Generator bedienen. Okay, so, wir haben den diesen Stand dafür. Dann brauchen wir noch einen Bucket. Zack. Und dann stellen wir das Ding mal irgendwo. Hab ich hier irgendwo Wasser? Hier oben. Machen wir da mal. Nein, 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 nein. Das war doof. Irgendwie leckt das hier gerade total. Ich weiß nicht warum. CPU-Auslastung ist gut. Machen hier drüben mal Fenster zu. So, neuer Versuch. Jawohl. Okay, dann brauchen wir für die Pure Daisy 4 von den Petals. So, 3, 4. Und dann fehlt mir da noch ein Samen. Oh, das wird ja richtig angezeigt. Das ist ja cool. Zack, und damit haben wir unsere Pure Daisy. So, und die kann uns jetzt zu unserem Living Wood und unserem Living Rock verhelfen. Ich brauche mal etwas Dirt. Da fehlt eine Fackel.
Und habe ich hier noch ein Grass Seed zufällig? Ja. Und dann bauen wir das erstmal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir schön 9 mal 9. Eine Fackel drauf. Unseren Grass Seed können wir gleich mal pflanzen hier. Da fehlt auch Fackeln. Warum fehlen hier überall Fackeln? Ah gut, die könnten gerade weggespült worden sein. Habe ich noch einen Wand? Nein, ich habe keinen Wand mehr. Ich hätte gerne einen Diamond Wand. Da. Danke. Erde. Okay, die Petals können erstmal weg. Vielleicht mache ich mir dann später noch eine zweite davon. Balle. Kommt da noch eine Fackel hin. Damit es was fürs Auge ist, nehmen wir unsere Watering Can und machen hier mal eben ganz kurz den Rasen fertig. Na komm. So, 7 Minuten, wenn wir uns ein bisschen Gas geben langsam. So, da haben wir da glaube ich die Mitte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Okay. Jetzt möchte ich natürlich hier nicht die ganze Zeit stehen und Steine und bla und blub und hin und her machen. Nur was ich damit vorhab, da brauche ich jede Menge von dem Zeug. Beziehungsweise, ich kann euch ja eher mal demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme etwas, nur mal Stone. Cleanstone. Beziehungsweise wir nehmen auch mal etwas Wood mit. So, wenn ich das jetzt daneben platziere, dauert das circa ich glaube ungefähr eine Minute. Und dann ist das gewandelt. So, jetzt möchte ich das so gerne etwas automatisieren. Und zwar machen wir das Ganze mit einem Autobreaker. Dafür haben wir gar nichts. Ein davon. Der Void Crystal geht, glaube ich, mit Kohle, wenn ich mich nicht irre. Nochmal ein Kohleblock. Yep.
9 wunderbare Void Crystals. Was habe ich gesagt? Den Autobreaker. Da brauche ich 2 von. Und dann brauche ich noch die Placer. Das ist bestimmt Lapis. Zack. Vielen Dank. Placer, da brauche ich wieder 2 von den Dingern. 1, 2 und 1. Und jetzt habe ich keinen Stein mehr. Ja, holen wir uns mal. Was? Vielen Dank. Zack. Autoplacer haben wir gesagt. Und einen Autoplacer. So, und wie ihr seht, Living Rock und Living Wood. Das können wir jetzt einfach abbauen. Zack, und das läuft. So, ich habe hier den Breaker. Die stellen wir hier hin. Und die Autoplacer stellen wir direkt gegenüber. Dann brauchen wir eine Redstone Torch. Eine Redstone Torch. Und müssen hier das Signal verändern. Right click to toggle. Der soll nur auf Impuls arbeiten. Juti. Dann würde ich sagen, machen wir heute ein bisschen kürzer. Ich werde die nächste Folge gleich im Anschluss mit fertig machen, sodass wir hier direkt weitermachen. Und dann schauen wir mal, wie es hier läuft. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, damit ihr seht, wie es hier weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao.